Dann wir kommen schon nachher. Ja. Wir gehen jetzt weiter durch den Tunnel und die Tennisanlage am Ende des Tunnels wurde früher nicht gegeben. Die ist erst in den letzten 2 Jahren gebaut worden. Heute ist der 18. August 2016. Den Tunnel haben die Italiener gebaut. Ja, Italiener haben die gebaut. Erich, wir sind links. Was hat die Beton? Sagen Sie, da liegt ein Stromkabel drin. Weil der ganze Fassadengarten war ja mit einem elektrischen Draht abgesichert, ne? Da kommt's nicht einfach mit einem elektrischen Zaun. So. Oder wie? Ja, da hat schon nicht beschädigt werden, und dann hat er da reingemacht. Warum die jetzt, Ehre? Da war ein Tennisplatz rein. Ja, das hab ich da waren zwei früher 4 Tennisplätze innerhalb drin. Ne? Ja. Also vor und drin. Ne? Mhm. Also und da war wieder es selber da. Die Stachel tragen und drauf, ne? Mhm. So. So. Die Bude, die Eisen drin, also, die geht noch Dux. Dux. Und die andere geht noch Pilsen, glaube ich. Also diese Baumreihe da. Die hat immer schon bestanden. Und zwar ist man da zu dem Pavillon gegangen, ne, wo früher unten war. Und die Bäume da waren nicht gestanden, da waren die Baracken von den Wachmannschaften da. Da? Ja. Und der ganze Platz da waren ungefähr 17 Baracken, wo ich weiß. Angeblich sollten unten noch mehr waren. Ne? Und da oben, die Bäume waren auch alle weg. Da oben waren 3 Baracken. Und in denen hab ich auch in einer wohnen müssen, ne? Aber bloß 4 Wochen lang. Und das ganze Gelände, das war alles viel weiter ohne Bäume. Ne? Das ist alles nachgewachsen. Ne? Ohne Bäume? Ja. So war ja ein Drum Babylon. Wenn es mal, zeig's dir mal. Der alte? Das war die vom Schwarzenberg. Vom Schwarzenberg, wo man gefeiert hat. Ja. Mhm. Bei der Pariser Weltausstellung. Mhm. Hat der einen Babylon errichtet, ja. Und den hat er nachher da hergebaut. Wieder, mhm. Ne? Das ist das farbige Vorder, was du hast. Ne? Mhm. Und das muss ein unheimliches Ding sein. Ich kann mich da nicht mehr drauf erinnern, weil ich zu klar war. Ne? Mhm. Also, und an dem Baum da haben sie halt ihren Kranz niedergelegt. Der Herr Klebs, da war der Baum. Links. Mhm. Und ich hab's ja, glaube ich, gesagt. Ein anderen Tag war schon drauf gemacht. Mhm. Weil die Zigeuner laufen ja da durch. Ne? Mhm. Das war alles nicht da, da waren Baracken gestanden. Und, mhm. Ne? Also 3 Baracken waren da oben. Dann war die Küchenbaracke. Da oben, das war ein ganz großer Block. Ne? Und da war auch nebenbei noch, naja, wo du essen kannst, was? Halt wie so ein Speiseding, aber alles primitiv, Baracken halt. Ne? Und jetzt haben sie da ein Fußballfeld, ich weiß nicht wem, welcher Sportverein da jetzt das betreibt. Das muss ich mehr weiß. Ehrlich? Und wir haben gedacht, das ist eine Tennisanlage. Weißt du warum? Da war ja bloß ein Stück fertig. Das ist ein Fußballplatz. Also der Fassadengarten, der ist unheimlich groß. Der geht ein bisschen über den Jugendfriedhof. Ne? Aber das, wenn es entlanglaufen muss, so brauchst du eine halbe Stunde. Das wollen wir uns ja sparen, ne? Weil es ist nichts weiter wie Bäume. Es ist noch einmal so ein groß freier Feld da unten, ne? Müssen wir raus, ne? Ja, aber bis runter gehen wir nicht, ehrlich. Sonst wird es zu spät. Da geht ja ein Weg hinauf. Ja, aber es ist vielleicht schon 6er, weißt du. Wir müssen schon schauen, dass wir wegkommen.